Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Viel Spaß beim Anschauen, fahrt vorsichtig. Den Schildern auf A20 Richtung Rostock zu folgen und dann leicht rechts abbiegen zur Auffahrt A20. Leicht rechts abbiegen zur Auffahrt A20. Was macht der denn? Die Auffahrt zu verpassen ist nervig, verstehe. Sowas kann aber ganz schnell böse enden. Vorfahrt im Kreisverkehr, der Klassiker. Hier geht es um einen Porsche-Fahrer. Auf der rechten, mittleren und linken Spur gilt jeweils Tempo 80, 100 und 120. Für diesen Fahrer scheinen die Verkehrsregeln wohl allgemein eher optional zu sein. Protected. Du bist Porsche-Fahrer. Weil der jetzt 3 km weiter vorne ist. Ja. Zwar kein feiner Zug von dem Auto, was er vorne gemacht hat, aber obwohl, er hat glaube ich nur gebremst, weil er vorne auch bremsen musste. Aber das schied dem Porsche-Fahrer recht. Von Rechtsverkehr auf Linksverkehr, wieso auch nicht. An die Seite zu fahren, ist für den VW-Fahrer anscheinend keine Option. Einfach stur stehen bleiben ist die Devise. Lock the video. Ne yapıyorsun ya? Büyük araba almışsın, bir yolu görmüyorsun. Einfach mal rausziehen, wieso auch nicht. Jeder, der unter 30 ist, oder was ist unter 30? Oh Gott! Hast du den gesehen? Wenn Worte nicht reichen, hilft nur noch der Speichel. Der Einsender wartet hier schon mehr als 2 Minuten, dass der Parkplatz frei wird. Nur dass dann, ach schaut selbst. Ey, wer meint jetzt? Ist jetzt ein Scherz oder was? Laut eigenen Angaben war der Einsender natürlich direkt auf 180. Als er den Mazda-Fahrer konfrontierte, sagte er nur: Jetzt stehe ich drin, hast du Pech gehabt. Da fielen dann ein paar unschöne Wörter. Das Beste war noch, dass der Fahrer nicht mal zum Supermarkt wollte, sondern Richtung Hauptstraße ging. Also, es gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Berichte, dass auch aus dort in Belgorod über die geschossen worden ist. Also hier ist ein Ausbildungszentrum, das wissen wir, das ist ein Bereitstellungszentrum. So fängt man den Tag eher ungern an. Und in diesem Zusammenhang. Nicht normal. Okay, Garmin.
bekloppt, ey. Kick that dog ass. Bei einer Vollbremsung würde ich eher ungern hinter dem LKW stehen. Oh Mord! Der Einsender möchte hier gleich links abbiegen und kündigt dies auch rechtzeitig an. Eine Motorradfahrerin ist dem Einsender hinten drauf gefahren. Sie hat selbst zugegeben, dass sie abgelenkt und etwas zu schnell war. Laut Einsender ist die Motorradfahrerin beim Aufprall durch die Heckscheibe geflogen. Es gab insgesamt 6 Zeugen, die direkt angehalten und geholfen haben. Die Polizei wollte an der Unfallstelle direkt noch die Aufnahme sehen und hat die Schuldfrage vor Ort geklärt. Glücklicherweise hatte die Motorradfahrerin Schutzkleidung an, die sie vor Schlimmeren bewahrt hat. Das gibt eine Anzeige. Oh, von hinten kommt ein Motorradfahrer. Haben wir gleich die nächste Anzeige. Oh, super. Und dann auch noch mit einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank an alle Einsender. Falls auch du etwas einsenden möchtest oder dich für den Kauf einer Dashcam interessierst, schau gerne in die Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.